für die Einführung. Mein Name ist Harald Henn und ich bin Geschäftsführer von Marketing Resultant in Mainz. Und wenn Sie da oben jetzt zwei Bilder sehen, dann hat das seinen guten Grund. Der Trendradar ist eine gemeinschaftliche Entwicklung von Professor Dr. Nils Haffner von der Hochschule Luzern und von mir. Aber der Professor hat nebenbei auch noch seine Hochschulaufgaben zu erledigen. Also insofern werde ich das heute alleine hier bestreiten. Aber wie gesagt, es ist eine Gemeinschaftskoproduktion. Die gibt es auch nicht erst in diesem Jahr. Der Trendradar ist jetzt schon 5 Jahre alt und ich zeige Ihnen jetzt mal für 2024 die Trends, die wir prognostiziert haben. Ganz zum Schluss gibt es übrigens noch einen QR-Code, wo man dann auch den Trendradar kostenfrei herunterladen kann, damit ich die Frage gleich schon mal vorab beantwortet habe. Also das ist der Trendradar für 2024. Eine ganz kurze Einführung. Wir haben drei Bereiche. People, Process, Technology. Das ist jetzt auch nicht CX-spezifische. Ganz viele Trendradars auch aus anderen Bereichen sind genau so aufgebaut in diese drei Kategorien. Und dann sehen Sie entlang der drei Kategorien 20 Trends. Auch wenn da rechts 18 steht, Service Cloud, das hat damit zu tun, wir haben zweimal mit A gearbeitet, also 5A und 11A, um die Nummerierung nicht durcheinander zu werfen, wenn wir einen neuen Trend mit dazu genommen haben. Also 20 Trends, aufgeteilt auf die drei Bereiche. Und was man jetzt sieht, ist ein grauer Balken oder ein oranger Balken. Der Balken zeigt an, von wo bis wo sich so in der Dachregion dieser Trend erstreckt. Also es gibt Unternehmen, die sind jetzt beim Thema, ich nehme jetzt mal den Zweier-Trend, Innovationsmanagement, die sind noch im Bereich Vision und es gibt andere, für die ist das schon fast Standard. Und da gibt es einige Trends, die haben eine sehr große Spreizung, also der 11a zum Beispiel. Und bei anderen ist die Spreizung weniger stark ausgeprägt, beim Thema 4. Also da sieht man, das reicht von Prototyp bis Akzeptanz. Also das ist jeweils die Erklärung für den grauen oder den orangen Balken. Und der weiße Kreis zeigt dann immer an, wo wir den Durchschnitt der Unternehmen sehen. Über alle Branchen hinweg. Das sieht natürlich ein bisschen anders aus, wenn man in bestimmte Branchen reingeht. Also wir haben das für einige Branchen auch gemacht. Banken, Versicherungen, Gesundheitswesen, Krankenkassen. Da sieht das dann jeweils ein bisschen anders aus, die Spreizung als auch die Verteilung des Durchschnitts. Wenn etwas orange ist, dann hat sich das im Vergleich zum letzten Jahr geändert. Also es ist entweder nach vorne gerückt, mehr zum Bereich Standard, hat sich also nach vorne entwickelt. In aller Regel oder der Durchschnitt hat sich verschoben. Ich gehe jetzt mal eine Grafik weiter. So sieht das 2023 aus. Ich habe das jetzt alles mal in Grau eingefärbt. Und wenn ich eins weitergehe, dann sieht man, da hat sich was nach vorne bewegt. Ich gehe nochmal eins kurz zurück, dann sieht man das jetzt ganz gut, gerade im Bereich Process. Das sind einige, die haben sich dann entsprechend nach vorne geschoben, einige der Trends. Was für uns sehr, sehr erfreulich gewesen ist in der Feststellung, das ist in diesem Jahr besonders stark ausgeprägt. Der Bereich People, der war immer so ein bisschen notleidend. Da hat sich nicht so viel und so schnell bewegt, wie wir das erwartet hatten. Und das ist in diesem Jahr erfreulicherweise ein bisschen dynamischer geworden, ein bisschen besser geworden. Und deswegen sieht man auch im Bereich People, bis auf zwei ist alles mehr oder weniger orange eingefärbt irgendwo. Der Bereich Technologie, der war besonders stark in Corona-Zeiten, ist aber auch jetzt nochmal, eigentlich ist er jedes Jahr stark ausgeprägt. Und der Bereich Process, da sieht man, dass sich die Mittelwerte leicht verschoben haben im Vergleich zu 2023.
Wir fangen mal mit People an. Wie gesagt, wir können nur in den 30 Minuten einen kleinen Ausschnitt zeigen. Wir können nicht alle zeigen. Deswegen empfehle ich Ihnen allen, den Trendradar herunterzuladen. Da sind die Einzeltrends beschrieben, auch in der Weiterentwicklung. Also wie entwickeln sie sich in den nächsten Jahren? Wie prognostizieren wir das? Es gibt Leuchtturmprojekte. Das kann man dann besser in Ruhe nachlesen, als wir das hier in 30 Minuten schaffen. Ausgesucht für heute habe ich mir den Bereich Innovationsmanagement, weil der sich erfreulich entwickelt hat. Mit Innovationsmanagement meinen wir eine Systematik, also nicht etwas Zufallsgetriebenes, sondern wir meinen damit, dass ein Unternehmen systematisch CX-Innovationen vorantreibt. Wir haben immer noch ein bisschen Innovationchen, haben wir das genannt, statt Innovationen, weil die Unternehmen das noch lange nicht mit der Systematik tun, wie sie es tun könnten. Eine Ausnahme ist der Einzelhandel, aber da kann man auch nur sagen, gezwungenermaßen, extrem stark getrieben von AI. Warum? Wir haben einen eklatanten Fachkräftemangel im Einzelhandel, also weder Leute an der Kasse noch zum Regale ausfüllen, noch für sonst irgendwas. Und bei einer Umsatzrendite, die eh so knapp über der Wasserlinie ist von 1-2%, kann man sich dann leicht ausrechnen, dass Fachkräftemangel hier absolut verheerende Auswirkungen haben. Also, was gibt es für Innovationen, die mit CX was zu tun haben? Es gibt die Innovation Pick and Go oder Grab and Go, da gibt es unterschiedliche Begrifflichkeiten dafür. Das heißt, wir haben Systeme, bei denen ich bei Rewe oder Lidl oder Aldi in den Laden gehe, mich mit einer App oder mit meiner Handfläche oder mit was auch immer identifiziere, Waren aus dem Regal nehme, in meinen Korb oder in meinen Einkaufswagen. Und dann den Laden wieder verlassen. Ich muss die nicht an der Kasse aufs Band legen und muss die einzeln einscannen lassen, sondern das geschieht durch AI-Technologie schon während ich einkaufe. Also wenn ich was in den Korb lege, in den Wagen, dann wird automatisch damit Preis und Stückzahl ermittelt und ich muss dann beim Hinausgehen nur meiner App sagen, ja, buch das ab. Und dann bin ich wieder draußen. Gibt es in Deutschland mittlerweile 50 Läden? Und dieses Prinzip im Einzelhandel ist besonders stark auch von Amazon vorangetrieben worden oder im Bereich Handel, muss ich fairerweise sagen. Amazon ist ja nicht im Einzelhandel tätig. Das eine ist das Thema Identifizierung. Das ist deswegen notwendig, weil das System ja anschließend bei mir das auf meine Karte buchen muss, auf meinem Account abbuchen muss. Da gibt es mittlerweile Verfahren, da brauche ich noch nicht mal beim zweiten und dritten Mal eine App, sondern meine Handfläche wird gescannt und wird dann benutzt, um mich zu identifizieren. Ich muss das nur beim ersten Mal tun. Das ist eine große Zeitersparnis, weil der Retail hat schon festgestellt, Kunden hassen Zeitfresser und ein Zeitfresser ist, wenn ich mich mühsam über die App jeweils identifizieren muss, authentifizieren muss und die jeweils neu aufrufen muss. Also alles, was dem Kunden da vorne Zeit frisst oder auch während des Einkaufens, ist kontraproduktiv für Customer Experience. Der andere Punkt, wo Amazon extrem geschickt unterwegs ist im Thema CX, ist, Sie nutzen AI, um zum Beispiel den Freundeskreis, den man hat, um den mit in eine Kaufentscheidung einzubinden. Also Consult a Friend heißt, ich habe mir dann eine Vase ausgesucht, bin mir aber nicht sicher, ob ich die wirklich kaufen sollte. Passt die in meine Wohnung, Farben, Form, Proportionen, wie auch immer. Und wir wissen aus unzähligen Studien, die stärkste Kaufempfehlung kommt immer von Freunden. Und ich kann mit Consult a Friend, das von mir ausgesuchte Produkt, mit Freunden teilen und kann sagen, sag mal, wie findest du die Vase? Meinst du, die sollte ich mir kaufen? Passt die in meine Wohnung und, und. So versucht Amazon, den Kunden in seinem Ökosystem zu halten, Kaufentscheidungen positiv zu beeinflussen. Das sind jetzt zwei Beispiele. Es gibt noch weitere. Amazon
ist extrem gut unterwegs, um AI zu nutzen für eine bessere Customer Experience. Also extrem lohnenswert, sich das anzuschauen, wie Amazon dort agiert. Im Bereich Process, da gibt es unser Arbeitspferd, Customer Journey Management. Da steht jetzt bewusst auch nicht mehr Customer Journey Mapping, weil aus diesem Stadium des reinen Visualisieren sind wir lange raus. Die meisten Unternehmen benutzen das wirklich mittlerweile als ein unverzichtbares Arbeitswerkzeug. Werkzeug in dem Sinne, dass ich abteilungsübergreifend und interdisziplinär eine Kundenreise designe, kreiere, Messpunkte nutze, um zu schauen, wo an welchem Touchpoint geben die Kunden mir ein gutes oder ein schlechtes Urteil, wie kann ich das gut orchestrieren und wie kann ich die Kundenreise so gestalten, dass die Kunden von einem zum anderen Touchpoint ein konsistentes und einfaches Erlebnis haben. Man sieht rechts in dem, mit dem Beispiel von IKEA, das habe ich bewusst ausgewählt, Kundenreisen sind nicht so einfach linear von links nach rechts und das ist so eine hübsche Schrittfolge, die ich genau prognostizieren kann. Das geht mal zwei Schritte vor, wieder einen Schritt zurück. Das geht vom Vergleichsportal auf die Website, von der Website ins Kontaktcenter, wieder einen Schritt zurück, ein Newsletter lesen, dann nochmal einen Schritt zurück in den Laden. Und das ist, wie gesagt, nicht so einfach von links nach rechts, drei Schritte und das war's. Wenn das aber so komplex und kompliziert ist, dann brauche ich Systeme, die das gut orchestrieren können und optimieren können. Und vor allen Dingen brauche ich angebunden an Customer Journey Management eine Integration mit Analytics. Wo an welchen Stellen gehen die Kunden aus dem Prozess raus, weil es zu kompliziert ist oder weil sie etwas nicht verstanden haben oder. Insofern sind die Systeme, die das unterstützen, extrem wertvoll. Gibt auch in Deutschland ja einige Unternehmen, CX Omni, die sind ja auch nochmal hier auf der Experience Week auch vertreten mit einem sehr guten Fallbeispiel, kann ich nur empfehlen. Insofern sind die Systeme unverzichtbar und wie gesagt, gehen weit über das reine Customer Journey Mapping mittlerweile hinaus, sondern das entwickelt sich mittlerweile richtig zum Customer Journey Framework. Man sieht links unten, wie wir auch den Trend weiter prognostizieren. Also das ist einer der ganz wenigen Trends, die Jahr für Jahr immer einen großen Schritt nach vorne tun. Und so ist auch der Trendreport aufgebaut. Man sieht dann immer, wie sehen wir die Entwicklung im letzten Jahr, in diesem Jahr und für die dann beiden darauf folgenden Jahre. Nochmal Customer Journey Management als Schweizer Taschenmesser, als Universalwerkzeug, wie auch immer. Und was ich hier gemacht habe, ich habe mal die eine Grafik benutzt, die so ein bisschen über das hinausgeht, was man üblicherweise sieht. Da sieht man nämlich immer die Phasen, die Schritte, man sieht die Touchpoints und man sieht so eine Emotionskurve von den Kunden, was sie wie wo erleben. Ist das eher positiv, eher negativ? Was man auf den Abbildungen oft nicht sieht, ist aber das, was notwendig ist. Das ist der dritte Punkt von oben, nämlich welche Abteilungen sind an welchem Touchpoint mit welchem Wissen notwendig, um für den Kunden ein gutes Erlebnis zu ermöglichen? Welche IT-Systeme sind notwendig? Das ist so die neue Qualität von Customer Journey Management, dass wir auch den Bedarf an Content, dass wir die unterstützenden Systeme alle mit in die Customer Journey mit einbauen müssen, damit dann auch die Trainingsabteilung beispielsweise weiß, wo an welchem Touchpoint benötigen die Mitarbeiter im Contact Center welches Wissen, um dort an der Stelle einen guten Job zu machen. Also Customer Journey Management sehr viel komplexer geworden in den letzten Jahren als vor 4 Jahren, als es rein ums Mapping geht. Die Grafik hier stammt von OM-Kantine, kann ich nur jedem empfehlen. Gibt es auch als Bild zum Runterladen, als Template. Ist eine, wie ich finde, sehr gelungene Darstellung, die zeigt, wie die Komplexität mittlerweile angewachsen ist und was notwendig ist, um hier einen guten Job zu machen. Mit Customer Journey Management hängt der Punkt hier zusammen. Das ist der Trend Multi-Experience.
Das heißt, hier geht es um die orchestrierte Customer Journey über alle Touchpoints und Technologien hinweg. Das ist für die Unternehmen sehr viel komplexer als gedacht, weil wir haben ein Contact Center, wir haben eine Web-App, wir haben ein Formular, wir haben Brief und Fax. Und das zu orchestrieren, da haben die Unternehmen feststellen müssen, dass das nicht nur technologisch eine große Herausforderung ist, sondern auch organisatorisch. Da müssen auch die Abteilungen zusammenarbeiten, um Konsistenz zu erzeugen und auch Technologien zu integrieren, ist oft sehr viel komplexer und zeitaufwendiger als gedacht. Aber notwendig ist es, weil wir eben für den Kunden eine Kundenreise ermöglichen wollen, die konsistent ist, wo er nicht immer wieder sein Wissen wiederholen muss, Daten neu eingeben muss und, und. Damit das funktioniert, braucht es natürlich auch strategische Vorgaben von oben. Was ist die übergeordnete Kennziffer? Wie soll das laufen? Was wollen wir, dass der Kunde in dieser Reise erlebt? Woran messen wir den Erfolg dieser Customer Journey? Deswegen sieht man auch längst, das entwickelt sich nicht ganz so schnell, beispielsweise wie Customer Journey Management. Links, nicht um Sie zu verwirren, aber das sind so ein paar der Voraussetzungen für Multi-Experience-Management, die auch nochmal belegen, warum das so herausfordernd ist und das eine nicht ganz triviale Übung ist. Also wir haben Custom Analytics, wir müssen den Wechsel von Touchpoints ermöglichen, wir wollen dem Kunden möglichst eine freie Wahl der Touchpoints ermöglichen, wir wollen das Ganze in Echtzeit ermöglichen. Also keine ganz einfache Übung. Letzter Punkt, Technologie und wie nicht anders zu erwarten, spielt natürlich AI oder Generative AI eine Mega-Rolle auch bei CX. Es bringt viele praktische Fortschritte. Das hier ist ein Bild, was wir freundlicherweise von BSI erhalten haben. Da sieht man rechts so ein Bild mit Haus, mit Carport, mit Auto und mit Frau und Mann davor, Lena Meyer. Dieses Bild ist mit AI entstanden und soll eine typische Lebenssituation des Kunden zeigen. Das heißt, aus den analysierten Daten generiert AI ein Bild, wo man als Mitarbeiter dann sofort sieht, was ist das typischerweise für einen Kunden. Das kann ich sehr gut über Bilder sehr viel schneller kommunizieren als über den reinen Text. Also eins von vielen Beispielen, wie man in einer Kundenakte oder wie immer das auch bei Ihnen heißen mag, bestimmte Bilder nutzen kann, um für die Mitarbeiter das schneller zu kommunizieren, was der jetzt gerade im Kunden vor sich hat, am Telefon hat, im Chat oder wie auch immer. Persona und 1:1-Situationen kann man sehr viel besser darstellen. Was wir generell sehen ist, wir haben mittlerweile eine ganze Reihe von Large Language Modellen. Ich fange jetzt mal unten an. Wir haben Llama, wir haben aus Deutschland, aus Heidelberg, Aleph Alpha, wir haben aus Frankreich Mistral, wir haben in Deutschland gibt es ein Unternehmen Langdoc, was DSGVO kompatibel ist, weil es bestimmte Daten auch nicht zurückspiegelt fürs Training und. Also was wir sehen ist eine Entwicklung hin, dass auch europäische Anbieter mehr auf die Bühne kommen, die das Thema Datenschutz sehr ernst nehmen, damit die Unternehmen dann auch das in Bereichen nutzen können, die bisher eher tabu waren, beispielsweise Krankenkassen. Gesundheitsdaten sind ein extrem schützenswertes Gut. Das ist auch gut so. Da kann ich nicht einfach meine Daten irgendwo in der Cloud liegen haben. Im Übrigen auch nicht ein amerikanischer Anwender, der das in Deutschland hostet, weil nach dem Cloud Act der USA die USA auch Zugriff auf Daten haben, die außerhalb Europas liegen. Und wer will das schon als Krankenkasse? Also hier ist eine erfreuliche Entwicklung mit auch europäischen Angeboten.
Und was wir sehen, ist, dass wir auch, da oben gibt es so ein paar Begriffe wie RAG, Redeval Augmented Generation, also wo wir auch auf Haus- oder unternehmensinternes Wissen zugreifen können, damit die Modelle auch spezifische Antworten für eine Bank, für eine Versicherung, Automobilhersteller geben können. Ja, und wir haben in Europa auch jetzt mittlerweile ein Rahmen. Werk mit gesetzlichen Vorgaben, was es zu beachten gibt. Also in dem Bereich hier ist extrem viel Musik drin. Aber ich denke mir, insgesamt läuft das alles in eine sehr positive Richtung, auch mit den Rahmenbedingungen und Datenschutz und so weiter, sodass ich glaube, dass es möglich ist, auch sensible Bereiche, wie gesagt, wie Krankenkassen, damit zu unterstützen. Ich komme noch mal zu Amazon. Wir haben auch sowas wie einen Rufus, einen Kaufbegleiter, ebenfalls auf AI basiert. Jetzt ist der Bereich Conversational Automation. Lieber Amazon, soll ich mir eben einen Kaffeevollautomaten oder einen Filterautomaten kaufen? Und dann würde mir Amazon Rufus sagen, was die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Technologien sind, worauf ich achten sollte und, und. Das hat natürlich immer eine Absicht, die ist logisch und verständlich. Amazon möchte, dass, wenn ich mich für einen Kaffeevollautomaten entscheide, ich den natürlich auch bei Amazon kaufe. Und wenn ich mit Rufus so lange spreche, dass dann Rufus sagt, okay, ich habe jetzt verstanden, was du möchtest. Ich würde dir einen Kaffeevollautomaten empfehlen. Hier sind drei Beispiele, ein Jura, ein Krups, ein Melitta, was auch immer. Natürlich möchte Amazon, dass ich dann gleich dabei bleibe. Aber ich finde es extrem pfiffig und intelligent gemacht. Und Consulte Friend hatte ich eben schon drüber gesprochen. Ebenfalls, wie ich finde, sehr elegant gelöst. Also wie AI hilft, einfach die Customer Experience sehr einfach und elegant zu unterstützen, ohne dass der Kunde groß drüber nachdenken muss, System zu wechseln oder. Das nochmal als Grafik, wo wir überall AI drinstecken haben, von Metaverse, Augmented Reality, über Wissensmanagement-Aufbereitung. Zwei Bereiche glauben wir in diesem Jahr werden besonders profitieren. Das eine ist Conversational Automation, also Chatbots und Co. Und das andere wird sein Marketing Automation, weil jetzt die Marketing-Leute mit Hilfe von AI personalisierte Kampagnen steuern können, was sie vorher in dem Maße massentauglich nicht tun könnten, weil die AI jetzt hilft, auch personalisierten Content zu erstellen. Auch das, wenn es gut umgesetzt wird, sehr erfreuliche Entwicklungen für CX. Aber Sie sehen noch viele andere Dinge, Speech Analytics und. Man kann schon fast sagen, es gibt kaum noch eine Anwendung, wo eben nicht AI drin ist. So, damit bin ich auch 3 Minuten vor Schluss am Ende. Sie sehen, wie gesagt, links ist der QR-Code. Da können Sie jetzt mit Ihrem Smartphone draufgehen und, wenn Sie mögen, den Trendradar herunterladen. Sind so über 100 Seiten, unterstützt von unseren Businesspartnern und wie gesagt, als Orientierungshilfe und Kompass für CX-Manager gedacht. Und damit, lieber Rainer, bin ich